Oh yeah, was geht ab? Hier sind wir wieder. Und sind hier dabei, diesen riesigen Berg zu besteigen, der mich zur Pokémon-Liga führen soll. So, ist hier noch irgendwas versteckt oder so? Ah, ich finde das gut, dass auch hier die Musik nicht weggeht, wenn man ein Pokémon hier herbeiruft. Das würde die ganze Atmosphäre... Sowas macht immer die ganze Atmosphäre kaputt, wisst ihr? Wenn es passiert. So ist es hier genau richtig jetzt. Okay, dann mal eine Etage höher. Oh. Okay. Oh, ein Pokémon Center. Okay, gut zu wissen. Ich habe früher mal die 7 Prüfungen absolviert und wurde so zum Inselwanderschaftschamp. Nur leider war der Weg bis hierhin so weit, dass ich jetzt all meine Kräfte auch beraubt bin. Ja. Also er hat so lange gebraucht, bis er alt ist. Oh, der dreht sich ja extra zu mir um. Ach, übrigens, ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Es geht um einen Mashumai. Es gab ja mal vor vielen Parts, und bestimmt weiß das keiner mehr von euch, ja mal so ein lustiges Szenario, wo ich mit Aerodactyl Fliegen eingesetzt habe und der Gegner gegen einen Mashumai einfach trotzdem Überroller gemacht hat und mich besiegt hat. Und ich dachte, was zur Hölle ist das für ein Bug? Fliegen ist voll schlecht geworden, Fliegen funktioniert gar nicht, aber ich habe recherchiert extra und rausgefunden, dass Mashumais eine Fähigkeit haben können, die es einfach ignorieren können, dass man fliegt oder Schaufel einsetzt. Also das ist die Ursache. Ach so, gegen eine Herzschuppe. Habe ich überhaupt Herzschuppen? Können sich gewisse Pokémon an eine Attacke erinnern? Das gucke ich mal. Das kann interessant sein. Vor allem für diejenigen, die ich jetzt nicht von Anfang an dabei habe, wisst ihr? Erinnern an eine Attacke. Okay, Cosmic Kraft. Sein Kopfstoß? Ne, Weckruf. Nö. Nö, das sind so... Also schon ein paar gute Attacken dabei. Solarstrahl auch, okay. Flammenblitz. Krass. Also macht mir auch selber Schaden. So wie Stromstoß eigentlich auch. Also könnte ich auch genauso gut den Flammenblitz beibringen und das ist einfach eine stärkere Attacke. Aber es ist halt Feuer, ne? Die andere ist... nicht Feuer. Aber es sind schon gute Sachen dabei. Gigastoß auch. Na, aber... Weiß nicht. Ist trotzdem nichts so Unglaubliches dabei. Ich gucke aber noch bei meinen anderen Pokémon. Vielleicht brauche ich jetzt bei ein paar Leuten nicht gucken. Zum Beispiel Silvaro, den habe ich ja von Sekunde 1 bei mir gehabt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt an irgendwelche Attacken ändern kann, die ich jetzt noch nicht irgendwo im Spielverlauf schon hatte für ihn oder gehabt hätte haben können. Was? Der kann hier interessante Sachen lernen. Guck mal. Eiszahn, Feuerzahn, Donnerzahn. Hat alles Genauigkeit 95, aber okay. Eisenschädel. Das ist eine gute Attacke. Boah, das sind gute Sachen, weil. Flügelschlag. Freier Fall. Ja. Zum Beispiel Steinhagel. Ist stärker als Felsgrab, hat aber eine Genauigkeit von 90. Nee, ich glaube, der konnte auch mal Steinhagel und ich habe ihn das vergessen lassen, kann das sein? Aber ich will ihm schon so eine Attacke beibringen. Also Flammenwurf hat ja eine Stärke von 90. Das hat eine Stärke von 65. Dafür Spezialangriff ist ja fast 30 höher. Wie macht sich das bezahlt? Ist Flammenwurf immer noch dann stärker? Ach, ich glaube, ich lasse es einfach. Es sind gute Sachen bei. Aber ich glaube, ich lasse es trotzdem. Ja, doch, ich lasse es trotzdem. Obwohl, es echt schade ist. Da sind viele Attacken dabei, die ich gut finde. So, wer noch? Den habe ich noch spät gehabt. Eigentlich keinen mehr so richtig. Vielleicht Felinara? Den habe ich ja von Level 1. Also den habe ich wirklich von Grund auf. Nicht mal Silvaro hatte ich ja so lange, aber ich wollte trotzdem mal gucken. Der durch diese Entwicklung, die er da durchgemacht hat. Nee, das seht ihr, bei dem kommt nichts bei rum. Nee, dann brauche ich auch gar nicht mehr weiter gucken. Ich glaube, dann haben wir eigentlich schon alle interessanten Sachen durch. Was kannst du mir verkaufen? Ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Ja, ich
kaufe ein andermal Zeug an. Tschüss. Sind meine Pokémon überhaupt geheilt? Ich glaube schon, oder? Die waren geheilt, oder? Ja, doch. Alles gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß ja nicht, wie lange es hier noch wird, wie viel hier kommt, aber ich glaube, ich gehe schon noch mit einigem aus. Hey, was geht? Den habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Marco, warte auf mich. Hände hinterm Kopf. Seit sich beim Aetherparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch noch nach Hause, um ein bisschen zusammen mit Lima zu trainieren. Und als ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich mich als nächstes an der Pokémon-Liga versuchen soll, habe ich von Gladio gehört, dass du schon auf dem Weg hierhin bist. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hierher geflitzt. Yeah, so schnell war ich noch nie unterwegs. Ich war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab. Willst du kämpfen? Weißt du was, Marco? Entscheiden wir doch mit einem Kampf, wer von uns beiden sich als erstes der Herausforderung der Pokémon-Liga stellen darf. Ich sage dir aber gleich, ich werde alle meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Okay. Freund. Dann wollen wir mal. Ich mag den. Der hat so seine eigene Kampfmelodie. Also gut, viele haben ihre eigene Kampfmelodie, aber der hat eine, die mir auch voll gut gefällt. Okay, hat Raichu. Ich habe keine Ahnung, was Raichu kann. Ist das ein... Ist vermutlich jetzt ein Feen-Pokémon, aber ich habe ja schon mal gegen den gekämpft. Ja, es ist ein Fee... Nee. Fee? Ist Unlicht sehr effektiv auf Fee? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee, Psycho ist der, glaube ich. So war das. Also Psycho und Elektro, aber ist ja auch egal, weil er mich eh one-hittet. Was ist mit dem... Moment! Ich habe ihm doch mal ein Fokus-Gut gegeben oder sowas, aber das trägt der ja gar nicht mehr. Ich habe ihm ja dann zum Schluss was ganz anderes gegeben. Wieso hat er dieses Fokusband nicht mehr? Er hat jetzt Holzkohle. Warum hat er dieses Fokusband nicht mehr an? Wo ist das Fokusband denn abgeblieben? Tja, das ist eine Frage. So, dann werde ich mal versuchen, mit Geistattacken das zu rocken. Was ist mit diesem Fokusband passiert? Ich bin mir sicher, ich habe das mal Aerodactyl zum Tragen gegeben. Und dann irgendwann ist es verschwunden. Tja. Yes. Okay, One-Hit. Hier wird fast alles ge-One-Hitted. Entweder ich den Gegner oder die mich. Aber es ist oft One-Hit alles. Laubklinge. Oh, das ist interessant. Eine neue Attacke. Stärke 90, Genauigkeit 100, hohe Volltrefferquote. Ja, das ist ein dickes Upgrade. Aber richtig. Oh, jetzt habe ich endlich mal eine fette Pflanzenattacke. Oh, das ist gut. Das ist gut. Er hat einen Flamara, interessant. Ich habe nicht mal irgendwie sowas in der Art eines Wasser-Pokémons in meinem Team. Gegen Feuer habe ich echt nichts Gutes. Wobei Arcani ist eigentlich ganz gut, weil... Er kann selber keine Feuerattacken abbekommen. Naja, Arcani ist meine Antwort auf Feuer-Pokémon. Hätte jetzt noch eine Bodenattacke, wäre der echt gut gegen Feuer. Flamara. Ja, machen wir einfach mal Turbo-Tempo, ne? Aber der hat Level 53 Pokémon. Komm mal klar. Coole Augen. Scheiße, das senkt meinen Angriff. Shit, nicht der Angriff. Okay, ich versuche ihn einfach zu beißen. Nee. Er hat eine höhere Initiative als ich, das... Ja, okay. Scheiße. Er hat zurückgerufen, okay. Das ist doch die Wasserentwicklung, oder? Okay. Arcani ist eh dem Untergang geweiht. Ich mache jetzt einfach Stromstoß. Wird kaum Schaden machen, weil mein Angriff doppelt gesenkt ist. Aber ich guck mal, wie weit ich noch komme damit. Und jetzt kriege ich ja eh voll was ab. Wow. Okay. Das war meine Antwort. Okay. Severo ist ganz gut. Aber Severo ist schon sehr geschwächt. Probieren wir es mal trotzdem. Ich glaube, der wird mich aber direkt zerstören. Mondgewalt. Ja, das ist schade. Autsch. Oh Mann, okay. Was kann ich denn noch gegen ein Wasser-Pokémon machen? Nee. Ich will den eigentlich noch nicht einsetzen. Das
soll Galileo, aber... Ach, okay, Hariyama. Gut, es ist anscheinend ja ein Feen-Pokémon auch. Es hat ja gerade Mondgewalt eingesetzt. Und Gift ist ja ziemlich gut gegen Fee. Dann machen wir das. Los, mach mich stolz. Ah, scheiße. Ja, Fee ist sehr effektiv gegen Kampf. Das habe ich so langsam auch irgendwie raus. Nee, scheiße. Ich muss den jetzt einsetzen, weil mir gehen die Pokémon aus. Ich hoffe, der rettet mir das noch einigermaßen. So, Sturmstoße den mal. Schon besser. Immer noch nicht so ganz... Oh nö, jetzt kriegt er die ultimative Attacke ab. Scheiße, hätte ich noch ein kleines bisschen mehr erwischt. Dann hätten wir das erspart geblieben. Aber jetzt... Oh Mann, wie viel Schaden wird das machen? Hm, so viel also. Okay, mein legendäres Pokémon ist tot. Mal schauen, was kannst du noch? Er hat noch drei übrig, übrigens. Nur mal so am Rande. Zack, Volltreffer! Volltreffer. Volltreffer. Ich habe jetzt mein ganzes Geld verloren. Ich habe verloren, tatsächlich. Und nicht nur ein bisschen. Ich habe so richtig, richtig abgelost. Wow. Okay. Gut. Schade, dass mein ganzes Geld jetzt mal wieder weg ist. Nee, ich habe den vielleicht ein bisschen zu easy eingeschätzt, den Kerl. Er macht mich fertig, und zwar erbarmungslos. So, wen hat er mal als erstes eingesetzt? Was war denn das nochmal? Sein erstes Pokémon war, stimmt, dieses Psycho-Raichu. Dann werde ich gegen Psycho-Raichu schon mal direkt... den nach oben setzen. Oh Mann. Was für eine Niederlage. Ich habe zumindest gehofft, noch dieses... Wasserstarterviech besiegen zu können mit Felinara, aber ich habe sofort einen Volltreffer abbekommen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es mein Solagreo, wie heißt der? Ich habe es vergessen. One-Hitten kann mit der Superattacke. Ich meine, klar, die wird zwar abgehen, aber One-Hit. Also, da war auch sehr viel Pech dabei, muss man sagen, in diesem Kampf, aber auch ich wurde einfach erbarmungslos fertig gemacht. Ich konnte gerade mal seinen Raichu besiegen. So. Und... Ja, Knirscher ist sehr effektiv. Und seins... Elektro auf Stahl war doch... Er ist neutral. Ich dachte, das wäre nicht sehr effektiv. Nee, aber... Ja, seht ihr schon besser. Ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen lahm, da ich den da direkt raushole. Jetzt kommt Flamara... was setze ich denn am besten ein, wenn er Flamara einsetzt? Hariyama ist gut. Wisst ihr, was noch besser gewesen wäre? Aerodactyl. Aber das ist mir zu spät eingefallen. Nicht schlimm. Vielleicht nicht schlimm. Ne, meine Idee war es eigentlich, Felsgrappe zu machen und... Flammenblitz? Ey, komm schon. Hältst du es aus? Ja, doch einigermaßen. Und meine Attacke geht daneben. Ja, komm, töte mich. Meine Attacke ging daneben. So, vielleicht kann ich das jetzt nochmal machen. Also diesmal Aerodactyl einsetzen. Und, ja. Ein... Flammenblitz sollte ja nicht so sehr abgehen. Oh fuck, der senkt meinen Angriff total. Moment, der hat Kulleraugen, was Angriff senkt, und er hat Charme, was Angriff doppelt senkt. Warum hat der vorher nicht direkt Charme eingesetzt? Frage ich mich. Auf jeden Fall hat er mich jetzt schon ziemlich nutzlos gemacht. Aber ich werde versuchen, ihm so viel Schaden zuzufügen, wie ich nur kann. Flammenblitz. Ja, ist ja nicht sehr effektiv. Mal schauen, wie... ist immer noch zu viel. Aber das Gute ist ja dieser Rückstoßschaden.
Das heißt, ich sollte... Ja, wenn es trifft, ne? Ihn jetzt besiegen. Gut. Volltreffer. Danke für diesen Volltreffer, der überhaupt nicht mehr nötig war jetzt. Volltreffer kriege ich nur an ungünstigen Stellen. Primarene. Ist das das Wasser-Pokémon gewesen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe. Primarene? War es das? Ich habe das mit dem Namen einfach nicht drauf. Dann ist der Baro eine gute Sache. Ja, das war er hier. Mit Laubklinge. Ich gebe eine Mondgewalt ab. Au, scheiße, okay. Dafür habe ich ihm auch guten Schaden gemacht, muss man ja sagen. Ich werde jetzt auf jeden Fall zerstört, diese Runde. So, da muss ich gucken. Das Problem ist, egal was ich jetzt einsetze, er hat eine höhere Initiative und wird diese Ultra-Attacke machen. Einzige Ausnahme ist, wenn ich mit Arcani Turbo-Tempo einsetze. Die Frage ist, ob ich es damit auch besiegen kann. Ich werde es riskieren. Kann ich es mit Turbo-Tempo besiegen? Das wäre echt toll. Ja. Oh, gut. Also konnte er nicht seine Ultra-Attacke einsetzen. Hätte er auch gegen Arcani nicht gemacht. Den hätte er mit einer Normalwasser-Attacke zerstört. Und das dann für jemand anderes aufbewahrt wahrscheinlich. Gut. Und jetzt kommt ein Qualelu. Also ich kann nur sagen, dass das irgendein Qual ist. Doch, ich habe es im Kopf, was das war für ein Pokémon. Ich weiß nicht mehr, was für ein Typ es hat. Ich weiß nicht, was für ein Typ es hat. Ich glaube, war das Kampf? Nee, oder? Und das ist ja auch eine entwickelte Version. Ich habe, glaube ich, auch nur die Basisversion im Kopf. Nee, das ist das. Ja, doch, das Viech. Findet sich im Halbschlaf. Einfach mal zur Sicherheit einmal Sandwirbel drauf. Ach, der kann Holzhammer. Au. Okay. Au. Das, also auch für ihn. Gut, vielleicht war ein Sandwirbel jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich versuche jetzt einfach mal ein paar Mal Sandwirbel drauf zu machen. Ja, oder einmal. Boom. Okay. Schambolzen wirkt. Wieso wirkt Schambolzen immer genau dann, wenn ich besiegt werde? Das macht nicht mal Sinn. Es bringt dann überhaupt nichts. Vorher wirkt das nie. Ich habe nie einen Vorteil davon. Ich weiß auch gar nicht, was Holzhammer ist. Das eigentlich. Ich glaube, Holzhammer ist eigentlich eine Pflanzenattacke. Jetzt mal versuchen mit Arcani noch ein bisschen was zu machen. Ich glaube, das Pokémon ist Normaltyp. Vermute ich mal. Hier, Z-Kraft. Oder? Was habe ich denn noch? Ja doch, Z-Kraft. Ich habe jetzt überlegt, statt des mit Hariyama Z-Kraft zu machen, aber es ist ja schon längst besiegt. So, also. Volles Potenzial ausschöpfen. Dieser Kampf läuft schon. Der Kampf läuft schon besser als eben, muss man sagen. Einfach auch, weil man strategisch ganz anders jetzt vorgeht. Kabum! Ja. Ach du Scheiße, du Monster, du kannst Erdbeben. Autsch. Okay. Es konnte Erdbeben. Vielleicht kann Aerodactylus noch besiegen. Ich werde versuchen... Was werde ich einsetzen? Fliegen. Er macht Holzhammer, geht daneben und... Lange Pause und da kommt Fliegen. Yes, hat nur ausgereicht. Wunderbar. Okay. Das Pokémon wirkt so klein und harmlos, aber das kann das richtig austeilen. In einem Kampf gegen jemanden, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keinen Verlierer. Doch, dich.